Wir wollen heute ein paar Übungen machen, die genau dann geeignet sind, wenn wir uns ein bisschen eingerostet fühlen. Dafür kommen wir als erstes in die Bankstellung. Die Hände schulterbreit aufgesetzt mit gespreizten, gestreckten Fingern. Die Knie sind faustbreit. Wir lassen die Füße locker ausschütteln nach oben, unten und zur Seite. Setzen die Füße locker und gestreckt auf und schieben uns so weit nach hinten, wie das hier die Füße, die Knie zulassen. Die Arme bleiben gestreckt. Der Blick ist im eigenen Ausschnitt. Schieben uns wieder nach vorn. Hier haben wir die Mobilisation im Bereich der Hände. Du kannst den Abstand auch noch mal ein bisschen nachsetzen zwischen den Händen und den Knien, dass du dich hier reinsinken lassen kannst. Das heißt, wir mobilisieren die Streckung der Füße, Beugung und Streckung im Hüftbereich, haben mit jeder Ausatmung Bauch, Beckenboden, Brustkorb, die wir aktivieren. Und wir nehmen erst einmal wahr, wie fühlt sich das an? Ja, das heißt, manchmal fühlen wir uns vielleicht so ein bisschen schlapp und denken irgendwann, wie geht gar nichts mehr hier mit meinem Körper. Und dann ist das Allerbeste, ganz entspannt zu beginnen. Erstmal gucken, was macht da denn mein Körper? Wie fühlt er sich denn an? Und zu probieren, geht die Richtung, geht die Richtung. Das ist also gefühlt für unseren Körper ja nicht anstrengend. Nichtsdestotrotz trainieren wir hier schon Muskulatur. Wir gehen in die Kräftigung, in die Dehnung, das Zusammenspiel der Muskeln. Achte darauf, dass der Nacken immer schön gestreckt ist. Hier beim nach hinten gehen kannst du auch den Rücken und den Nacken schon mal schön ein bisschen mehr so strecken. Dann merkst du, die Atmung wird auch ein bisschen tiefer. Hier kannst du schauen, wie sehr lässt sich die Hüfte in die Streckung schieben oder einfach locker durchhängen hier im Hüftbereich. Und während wir jetzt wieder nach hinten schieben mit dem Gesäß, setzen wir die Zehenspitzen auf, sodass wir unter der Fußsohle und in den Zehengrundgelenken dehnen. Hier wieder den Kopf hängen lassen, Blick in den eigenen Ausschnitt oder zwischen den Beinen nach hinten durch. Spür die Zehen, die Füße, streck dich mit den Armen hier und schieb die Schultern weit weg von den Ohren. Wieder nach vorn. Wir lassen die Zehenspitzen aufgesetzt. Vielleicht noch mal mit den Händen ein bisschen nachgreifen, dass du dich trotzdem wieder reinsinken lassen kannst. Hier beim Reinsinken sind die Arme gestreckt in den Ellenbeugen und den Rumpf lassen wir in die Schultern richtig reinhängen. Das heißt, wir wollen immer nur so wenig Muskelspannung wie nötig. Da brauchen wir eben einmal die Armmuskulatur. Den Rumpf können wir so locker wie möglich reinhängen lassen. Und beim nach hinten gehen, die Zehenspitzen sind nach vorn gebogen, schieben wir uns wieder ganz lang. Das heißt, wir können uns mit den flachen Händen abstützen, nach hinten das Gesäß zu den Fersen schieben. Schau mal, ob du mit der Stirn hier auf den Boden kommst, dann spürst du, der Nacken wird besser mobilisiert, der Kopf lässt sich zwischen den Schultern frei bewegen. Also Nacken und oberer Rücken- und Schulterbereich ist alles extra. Manchmal fühlt sich das aber im Alltag so an, als wäre das ein großer Block, der auch dann verspannt ist. Und mit der nächsten Ausatmung ziehen wir den After-Schließmuskel nach oben, innen, mittlerer Anteil des Beckenbodens, ziehen den Bauchnabel zur Wirbelsäule, den Brustkorb flach. Wir beginnen uns mit dem unteren Rücken aufzurollen, sodass wir in den aufgerichteten Kniestand kommen, dann auch die Hüfte strecken und mit der kräftigen Ausatmung strecken wir einmal hier im Hüftbereich und die Arme und das bringt uns schon wieder die Möglichkeit, ganz tief einzuatmen.
Du kannst jetzt die Füße wechseln zwischendurch. Also Füße gestreckt lassen oder aufgesetzt lassen. Gerne mal so, wie es dir am angenehmsten ist. Wir wollen uns einmal klein machen und wieder mit der Ausatmung wieder strecken und aufrichten. Und je nachdem, wie es für deine Stabilität und wie sich es am besten anfühlt, kannst du die Füße gestreckt haben oder zwischendurch auch mal die Zehenspitzen aufsetzen. Da brauchst du schon wieder eine etwas andere Balance. Klein zusammenrollen, locker mit der Einatmung. Da kannst du dich reinsinken lassen, hast gleich die Dehnung auch im Knie, Fußbereich, lässt den unteren Rücken locker, lässt die Arme locker, dass es zwischen den Schulterblättern ein bisschen Dehnung gibt. Und mit der Ausatmung richtig schön weit strecken. So wie ein Frühling aus so einem Keimling durch die Erde kommt, so bäh. Und die Kraft, die Energie, die steckt wirklich bei uns im Beckenboden. Das heißt, in dem Moment, wo wir das Gesäß anspannen und die Hüfte strecken, produzieren wir schon die Kraft, die dann nach oben kommt. Dann öffnen wir den Brustkorb und können richtig tief einatmen. Wir kommen dann wieder in die Bankstellung. Im Wechsel heben wir einmal das rechte und einmal das linke Bein nach hinten weg. Wir nehmen bewusst wahr, dass wir hier hauptsächlich den Gesäßmuskel brauchen, der für die Hüftstreckung zuständig ist. Den Kopf lassen wir locker hängen. Blick in den eigenen Ausschnitt oder zwischen den Beinen nach hinten durch. Die Ellenbeugen sind gestreckt. Die ganze schräge Rumpfmuskulatur muss mitarbeiten. Manchmal spüren wir das mehr, manchmal weniger. Immer beim nach hinten gehen, atmest du durch den schmalen Mund kräftig aus. Damit ziehst du den Bauchnabel zur Wirbelsäule, Beckenboden nach oben innen, den Brustkorb flach. Langsames Tempo hat ganz viele Vorteile. Zum einen, wie gesagt, hat unser Körper das Gefühl, es ist jetzt gar nicht so schlimm anstrengend, du schaffst das. Du kannst auch mal ein Päuschen machen, wenn es irgendwie doch zu anstrengend sein sollte. Und die Muskeln müssen bei dem langsamen Tempo immer alle mitmachen. Da wird also nicht mit Schwung was überbrückt, sondern jeder kleine Muskel muss seine Aufgabe wahrnehmen. Und wenn das soweit gut funktioniert, lassen wir ein Bein nach hinten gestreckt und lassen aus der Hüfte heraus ein Kreisen entstehen. Schieb die Schultern immer weit weg von den Ohren, dass sich der Nacken hier nicht einmischt. Kreise nochmal entgegengesetzt. Die Kraft jetzt Bauch, Becken, Boden. Gesäß, der Brustkorb zieht flach. Wir setzen ab und schieben mit der Ausatmung das andere Bein nach hinten. Du kannst jetzt vielleicht schon im Bereich der Hände und Handgelenke spüren. Das ist der Muskelausdauer- und Kräftigungsreiz und Dehnreiz durch die Position, geht aber nichts kaputt. Ist völlig okay. Und nochmal entgegengesetzt mit den Beinkreisen. Du hast die Dehnung der Handinnenseite, der Arminnenseite, deswegen spüren wir das. Und wir setzen beide Knie wieder ab, kommen in den Unterarmstütz. Ach, mal tief durchatmen. Spür wieder, du brauchst wenig, möglichst wenig Muskelspannung für die Position. Die Hände legst du einfach locker ineinander oder die Handflächen aneinander, wie es dir angenehm ist. Lässt den Kopf einmal so hängen, dass der Blick zwischen den Beinen durchgeht. Spürst, wie du hier den Brustkorb, den ganzen Rumpf schon in die aufgestützten Arme wieder reinsinken lassen kannst. Der Nacken locker, der Rumpf locker. Mit der nächsten Ausatmung setzen wir erst das eine Bein nach hinten, die Zehenspitzen auf, das andere Bein nach hinten. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Spannung.
und kommen dann gleich in die Bauchlage. Das heißt, wenn dir das noch schwerfällt, in der Position aufgestützt zu bleiben und zu halten, gehst du gleich in die Bauchlage. Das ist die Plank-Position, da braucht der Körper auch ganz viele Muskeln. Sehr, sehr gute Übung. Im Unterarmstütz lassen wir das Gesäß ein bisschen locker hin und her schaukeln, spüren, wie die Hüfte gestreckt und locker ist, der untere Rücken mit lockert, die Ellenbogen sind unter der Schulter, wir lassen den Kopf locker hängen, spüren, wie sich der Nacken entspannt und wie der Körper mitmacht, ja. Das heißt, manchmal haben wir das Gefühl, alles ist anstrengend, sogar der Körper ist schwer, die Schwerkraft ist heute besonders groß und dann startet man wirklich am besten mit so kleinen Sachen und guckt, ah, geht das? Ja, geht. Geht das? Ja, geht. Und so spüren wir dann unseren Körper wieder besser und kommen quasi zu uns selbst. Hier im Unterarmstütz strecken wir im Wechsel einmal den rechten und einmal den linken Arm zur Seite aus. Finde immer die richtige Position. Das heißt, wenn du hier aufgestützt bist, geht der Körper ein bisschen zur Seite herüber, immer auf den Arm, der sich aufstützt, verlagert sich das Körpergewicht. Einmal noch zu jeder Seite. Und einmal ablegen. Die Stirn auf dem Boden. Die Arme sind im rechten Winkel, das heißt Schulter rechter Winkel, Ellenbogen rechter Winkel. Ziehen wir die Unterarme immer nach oben, die Schultern weg von den Ohren, der Nacken lang. Die Stirn kannst du auf dem Boden liegen lassen, so ist der Nacken entspannt und nur die Arme ziehen nach oben. Der Nacken, der Hals ganz lang gestreckt, die Schultern weg von den Ohren, immer mit der Ausatmung die Arme heben und mit der Einatmung wieder senken. Ganz, ganz wichtig, der Nacken ist hier auch gar nicht zuständig. Wenn sich der Nacken einmischt, immer wieder schön die Schultern weg von den Ohren, die Stirn liegen lassen, der Nacken ist gestreckt und entspannt. Und die Muskulatur, um die Arme hier zu heben, finden wir zwischen und unter den Schulterblättern. Mit der nächsten Ausatmung nehmen wir die Arme zur Seite nach außen und im großen Halbkreis einmal nach vorn und einmal neben den Körper. Zieh die Arme hier immer schön lang aus dem Rumpf heraus. Stirn auf dem Boden, Nacken lang. Und dann landen wir mit den Handflächen auf Schulterhöhe rechts und links am Mattenrand. Schultern weg von den Ohren, Schulterblätter nach hinten in den Rücken schieben, einmal abstützen. Und wir wollen in die Rückenlage kommen. Das heißt, auch der Positionswechsel ist an sich eine Übung, die wir mehr oder weniger gut gestalten können. In der Rückenlage wollen wir auch gleich die Knie zu uns herannehmen, Kinn zur Brust, Nacken lang. Umfassen wir die Knie, wenn möglich, mit den gefalteten Händen um die Knie herumgreifen. Wenn es schwierig ist mit der Beugung der Knie, dann lasst ihr die Beine ein bisschen lockerer und greift hier hinter den Oberschenkeln einmal herum. In zur Brust, Nacken lang. Ja, das ist die bessere Variante. Und mit unseren Armen ziehen wir jetzt über die Seite die angewinkelten Beine dicht heran, spüren den Dehnreiz. In der Hüfte, Leiste, Unterrücken kriegt ein bisschen Massage. Der Nacken ist locker und gestreckt, wie immer, weil der Nacken, die Nackenmuskulatur nur für Kampf und Flucht ist. Wenn wir spüren, dass der Nacken sich anspannt,
Atmen wir tief durch, ziehen den Nacken lang und kommen in unsere Kraft. Die Kraft für die Bewegung kommt ursprünglich aus der Mitte des Rückens, wird über die Schulterrückseite auf die Arme übertragen. Dann ist der Bizeps natürlich hier beim Heranziehen mit dabei. Wir lassen die Finger fest verbunden, haben also ein bisschen Kraft auch in den Händen, lassen aber die Beine und den Rücken, also den unteren Rücken möglichst entspannt. Da haben wir eine Lockerung, Mobilisation und dann lassen wir entgegengesetzt kreisen. Mit jeder Kreisbewegung wird der untere Rücken, Hüfte, Leiste ein bisschen entspannter und lockerer. Schultern weg von den Ohren, Kinnzer, Brust, Nacken lang. Kommen zur Mitte zurück. Legen die Arme locker über dem Kopf ab. Wenn möglich, oberhalb des Kopfes die Hände locker ineinander legen. Das Kinn zur Brust, den Nacken lang gezogen. Wollen wir jetzt mit der Ausatmung immer Nasenspitze und Knie zueinander ziehen. Das heißt, wichtig ist, dass das Kinn zur Brust gezogen ist. Du kannst aber den Kopf mit nach vorne nehmen. Was hinten bleibt, sind die Ellenbogen und die Schultern bleiben weg von den Ohren. Das heißt, Nasenspitze und Knie ziehen mit der Ausatmung immer zueinander. Hier in dem Fall kannst du den Kopf lösen und dich richtig zusammenrollen, aber die Ellenbogen bleiben im Bodenkontakt, Richtung Boden gezogen. Kannst aber auch den Kopf liegen lassen. Richtig schönes Doppelkinn, Kinn zur Brust, Nacken lang. Und immer wenn die Knie heranziehen, merkst du, der Kopf will mit nach vorn und noch mehr vielleicht sogar die Ellenbogen. Das heißt, wir ziehen den ganzen Rücken, Schultergürtel, Armrückseite flach, fest, breit auf dem Boden. Und aus dieser Bewegung Beine heranziehen, dass sich das Gesäß ein bisschen vom Boden löst, lassen wir wieder das Kreisen entstehen, was wir vorher mit den Armen gehalten und geführt haben. Wir ziehen über die Seite. Mit der Ausatmung durch den schmalen Mund die angewinkelten Beine dicht heran, am Bauch entlang, lassen zur anderen Seite wieder locker. Wir achten immer wieder darauf, dass während der ganzen Bewegung und besonders in dem Moment, wo wir über die Seite die Beine heranziehen, die Armrückseite fest auf dem Boden bleibt. Schultergürtel, langgezogener Nacken, Hinterkopf und reisen dann entgegengesetzt. Die wichtigste Übung, um den unteren Rücken, Bauch und Beckenboden ins Gleichgewicht zu bringen, ist das. Hier haben wir immer den Beckenboden mit im Einsatz. Den ziehen wir kräftig ein mit der Ausatmung. Wir ziehen den Bauchnabel ein, dass der Bauch flach, fest und kurz ist. Alle Bauchanteile sind hier aktiviert bei der Übung. Und durch die Ausatmung ziehen wir den Brustkorb flach. Kommen zur Mitte zurück. Wir setzen die Füße dicht am Gesäß, hüftbreit auf und schieben einmal die Hüfte nach oben. Und gehen mit dem unteren Rücken wieder fest auf den Boden. Nur erstmal in zwei Teilen hier diese Bewegung. Beim Ablegen den unteren Rücken fest auf den Boden schieben, Brustkorb flach. Und beim nach oben schieben, Beckenboden kräftig einziehen, ziehen, Gesäß anspannen und die Hüfte strecken. Tief und hoch. Achte besonders darauf, dass die Füße und die Knie im hüftbreiten Abstand bleiben. Beobachte mal, ob die Knie irgendwie zusammen oder auseinander gehen wollen beim nach oben schieben oder beim Absenken. Dann korrigiere hier, die Knie
sollen bitte immer im exakt gleichen Abstand bleiben, dass die Oberschenkel parallel sind. Dadurch hast du automatisch schon eine Feinkorrektur in der Beininnen- und Außenseite, weil das, was uns Beschwerden bereitet, dann eben im Laufe der Jahre sind die vielen Kleinigkeiten, die sich da eingeschlust haben, wo der Körper immer eine Lösung gefunden hat, was aber irgendwann dann eben in die muskulären Dysbalancen führt. Und bleiben jetzt oben und schieben mit der Ausatmung immer kräftig die Hüfte gestreckt Richtung Decke. Drei. Und Wirbel für Wirbel gehen wir mit dem unteren Rücken wieder fest auf den Boden und ziehen im Wechsel einmal das rechte und einmal das linke Knie Richtung Brustkorb, Kinn zur Brust, Nacken lang. Wir spüren die ganze Zeit mit dem unteren Rücken den Bodenkontakt. Nimm auch einmal wahr, wenn du besonders im unteren Rücken oder Iliosakralgelenk mal Beschwerden bekommst, Verspannungen und so. Wie fühlt sich's hier an? In welchem Teil der Bewegung spürst du intensiver? Wie spürst du die rechte und die linke Seite im unteren Rücken, während du hier heranziehst? Weil das ist auch wieder eine kleine, leichte, feine Übung, wo wir wirklich so im unteren Rücken Verspannungen wieder lösen können. Das heißt, mit jeder Ausatmung, also immer wenn wir das Bein heranziehen, atmen wir durch den schmalen Mund kräftig aus. Der Nacken ist gestreckt, der Körper liegt fest, flach, breit auf dem Boden. Und immer wenn wir hier heranziehen, dehnen wir also im unteren Rücken genau die Seite, ja, jetzt mit dem rechten Bein rechts den unteren Rücken, mit dem linken Bein links den unteren Rücken. Da kannst du durchaus Unterschiede feststellen in der Beweglichkeit oder im Dehnreiz, das Wahrnehmen. Und in dem Moment, wo wir heranziehen und dehnen, streckst und lockerst du die Muskulatur und die Zwischenwirbelscheibe, auch Bandscheibe genannt, kann sich entspannen und wieder voll Flüssigkeit saugen. Das heißt, die Beschwerden im unteren Rücken lösen sich hiermit. Wir lassen das rechte Bein aufgesetzt, nehmen das linke Knie heran und mit einem leichten Kreisen. Der untere Rücken ist immer noch fest auf dem Boden. Das Kreisen ist auch nur so groß, dass der untere Rücken fest auf dem Boden bleibt. Und du kannst wieder beobachten, jetzt hier beim Kreisen, wie fühlt sich der untere Rücken an? Ja, sind da Bereiche, wenn du heranziehst oder nach außen kreist, wird es dort intensiver vom Dehnreiz her? Das heißt, du lockerst. Dehnreiz heißt, du mobilisierst und dehnst diese kleinen, klitzekleinen Muskeln. Kreis nochmal entgegengesetzt. Gleiches Bein, andere Richtung. Spüre immer der untere Rücken fest auf den Boden geschoben. Wo spürst du mehr? Und wenn da alles in Ordnung ist, dann ist alles in Ordnung. Ja? Dann hast du quasi den unteren Rücken schon gut im Gleichgewicht. Und mit der Bewegung, die wir machen, wird Bein, Innen- und Außenseite, Beckenboden, Hüfte, Gesäß, alles ein bisschen mit dabei mobilisiert. Linkes Bein stellen wir wieder auf. Rechtes Bein ziehen wir heran. Lass ein kleines Kreisen entstehen. Der untere Rücken ist immer fest auf dem Boden. Spüre, wie fühlt sich die rechte Seite an im unteren Rücken. Unterschied zur linken. Einfach nur spüren. Die Seiten sind immer unterschiedlich. Und so kannst du mit der Bewegung des Beines, die eben jetzt nicht nur heran und absetzen ist, sondern auch über die Seite geht, schon in mehreren Ebenen den unteren Rücken lockern. Nochmal entgegengesetzt.
Wahrnehmen und den Rücken locker lassen, aber was eben angespannt ist, ist natürlich auch im Beckenboden. Das kommt auch schon automatisch. Das heißt, der Beckenboden muss jetzt automatisch mitarbeiten, dadurch, dass wir mit den Beinen auch nach außen weggehen und wieder herankommen. Dann setzen wir das rechte Bein ab. Wenn du beim Beinkreisen die Leiste intensiver gespürt hast, das ist einfach die Verkürzung und Verspannung des Hüftbeugers. Die Arme breiten wir jetzt einmal zur Seite aus mit den Handflächen Richtung Decke, unteren Rücken fest zum Boden und schieben uns wieder schön weit nach oben und rollen uns Wirbel für Wirbel nach unten ab, bis der untere Rücken fest auf dem Boden ist. Das Gesäß zum Boden geht und der untere Rücken schon vom Boden löst, dass wir da so eine Hohlkreuzposition haben. Schieben die Hüfte weit nach oben, rollen ab. Ganz langsam, so wie es möglich ist, Wirbel für Wirbel. Und wenn das Gesäß angekommen ist, dann kann sich der untere Rücken schon wieder vom Boden lösen. Wir schieben die Hüfte nach oben in die Streckung. Und rollen Wirbel für Wirbel ab. Du kannst immer auch in deinem Tempo machen oder Pause machen, wenn irgendetwas zu anstrengend ist oder sich nicht gut anfühlt. Hier haben wir jetzt eine schöne Kombination, wo wir Wirbel für Wirbel die kleinen Muskeln zwischen den Wirbeln lockern, unterer Rücken wieder inklusive, beim unteren Rücken jetzt auch in die Lordose, das heißt leichte Hohlkreuzposition. Also wer da im Hohlkreuz gut reinkommt oder ein Hohlkreuz per se hat, kann die Hand sogar drunter schieben. Ja, ist bei mir auch so. Schön weit nach oben schieben, damit jetzt die Hüfte, die Leiste wieder in die Streckung kommt, die wir vorher verkürzt hatten, der Hüftbeuger mit der Übung des Heranziehens. Das heißt, wir schaffen immer wieder den Ausgleich bei den Übungen. Und mach das ganz nach Gefühl. Das darf auch immer anders aussehen. Wichtig ist, dass es sich für dich gut anfühlt. Wir wollen das noch einmal machen. Schön weit nach oben schieben und Wirbel für Wirbel abrollen. Jetzt kann es zum Beispiel auch sein, dass du die Beinrückseite, also Oberschenkel oder Wade schon gespürt hast, wenn du ja nach oben schiebst und länger hältst. Das heißt, die mussten arbeiten, die sind vielleicht ein bisschen verkürzt und verspannt. Dann nehmen wir als nächstes im Wechsel rechts und links das Bein so gestreckt wie möglich heran. Also immer mit der Ausatmung, Bein lösen, unterer Rücken ist fest auf dem Boden. Erstmal den Fuß locker lassen, Hauptsache die Kniekehle streckt und dann auch bei den nächsten Durchgängen die Zehenspitzen mit heranziehen. Mit jeder Bewegung, die wir machen, wird es immer wieder geschmeidiger. Das heißt, unsere Muskulatur und das Bindegewebe verkürzt sich immer wieder. Das lässt uns manchmal denken, ja, wozu mache ich das denn jetzt alles? Das ist aber ganz normal. Es lässt sich nur schneller wieder mobilisieren. Ja, das heißt, bestimmte Muskelgruppen, hauptsächlich über Nacht, verkürzen sich wieder. Muskeln, die wir trainieren, verkürzen sich anschließend. Deswegen gehört die Dehnung immer mit dazu. Und der Unterschied, warum wir dann eben turnen, ist, dass es trotzdem alles immer geschmeidiger, immer besser wird. Es fühlt sich zwar so an, als ob es nichts bringt, aber wenn wir es kontinuierlich machen, dann merken wir, ah, es geht schneller, es geht besser. Deswegen ist das Dranbleiben auch so wichtig und deswegen ist es auch so wichtig, lieber täglich ein paar Minuten als einmal die Woche 3 Stunden mehr. Hin zur Brust, Nacken lang und wichtig zu wissen, es ist kein persönliches Einzelschicksal. Das hat die Natur sich so ausgedacht. Versuch mal mit dem möglichst gestreckten
gestreckten Beinen und den herangezogenen Zehenspitzen hier ein bisschen heranzuziehen in Federn oder ein kleines Kreisen. Spür mal, wie du hier die Dehnung für die Beinrückseite hinkriegst. Nur aus der Kraft der Beinvorderseite. Da machen wir ja noch nichts weiter. Das Kinn bleibt zur Brust. Wir wechseln nochmal, das andere Bein auch nochmal. Strecken und halten. Und du kannst vielleicht spüren, in dem Moment, wo du das Bein heranziehst, würde das Kinn weggehen. Ja? Der Kopf würde hier so nach hinten klappen, weil die rückseitige Körpermuskulatur bis zu den Augenbrauen geht, über den Kopf, über den Nacken. Ja, das heißt, in dem Moment, wo wir hier ziehen, zieht es bis nach oben in den Nacken. Deswegen ist es wichtig, wenn wir hier immer in der Dehnung auch das Kinn zur Brust gezogen lassen, den Brustkorb flach, den Nacken lang. Einfach ein bisschen halten, ein bisschen federn, ein bisschen kreisen, auch Beckenboden einbezogen. Dann nehmen wir Arme und Beine ganz dicht zu uns heran, schön klein zusammen, können wir uns über die Seite rollen und einmal aufrichten zum Sitzen. Hier überschlagen die Beine etwas, macht das immer so, erstmal wie es die Beweglichkeit zulässt. Schneidersitz, aber egal in welcher Position hier und hinten stützen wir uns ab, damit wir erstmal die Schultern nach hinten ziehen können, hin zur Brust, Nacken lang, Bauch, Beckenboden einziehen. Und diese Position kannst du noch ein bisschen dich so reinbewegen, mit abstützen, auch Beckenboden einziehen und mit der Beckenschaukel, das heißt einmal die Aufrichtung, einmal den unteren Rücken nach hinten herausschieben. Zeige es dir nochmal von der Position, ja, dass du einmal mit dem Becken hier im Bereich dich aufrichtest und einmal nach hinten schiebst, abstützt, dich auch festhalten kannst. Schultern weg von den Ohren. Und so kannst du noch ein bisschen diese Einheit ausklingen lassen. Dadurch, dass wir dann den Körper besser spüren, bekommen wir mitunter auch noch mal eine Rückmeldung. Was möchtest du, was möchte dein Körper als nächstes noch mal bewegen? Möchtest du dich noch mal strecken, recken und strecken? Oder möchtest du dich noch mal ein bisschen nach vorn ziehen und dich festhalten, zwischen den Schulterblättern und dem Nackenbereich nochmal locker lassen. So kannst du das also ausklingen lassen. Und ich wünsche dir, dass du schmerzfrei und beweglich durch deinen Tag kommst. Liebe Grüße!